Schlimmste. Er hat Blut gerufen. Danach nicht mehr, aber gut ist das nicht. Kleine Straße. Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich gebe dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauli. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Ghilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wrack? Ja, der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauli. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ghilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochener Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Sauerei aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub, die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jagt den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Pauli und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Kauf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja, aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom. Geht klar, Boss. Dann erledige das. Das ist ein hartes Stück, ja. Los, gehen wir. Das muss man auch erstmal bringen. Geh zu Vinny. Wir treffen uns dort. Ja, dann sieh zu. Ich glaube, das Auto nehmen wir gleich direkt. So. Hab gehört, du interessierst dich für knallige Sachen. Hm. Mensch, Vinny. Ich muss da einen Auftrag erledigen, aber... Drück die Mädels von Onkel Vin, ja? Nicht heute, Vinny. Nicht heute. So ist. Weißt du noch, als das... Steig ein. Wir müssen reden. Okay. Ja, ich fahr. Ich dachte, er fährt mal. Aber... Warte mal kurz. Ich muss dir noch was sagen. Wegen dem Mädchen. Hm. Michelle? Ja. Du musst sie nicht ausknipsen. Lass sie nur verschwinden. Kennst du sie? Ja. Ich war ein paar Mal bei ihr. Sie ist in Ordnung, Tom. Nur nicht so helle.
Sie hat es nicht verdient, umgelegt zu werden, nur weil sie mir gern zuhört. Wird sie die Stadt verlassen? Wenn sie kapiert, was hier sonst blüht, ja, sie wird gehen. Hier sind 100. Gib sie ihr. Sie soll gehen, weit weg. Okay, Sam. Ich versuche es. Das ist alles. Dann mal los. Michelle, die von der Rennstrecke, oder? Tom, wir werden nie mehr von ihr sprechen. Nie mehr. Ich habe dir alles gesagt und du hast zugehört. Und dabei belassen wir es. Okay. Okay, als ob wir das schon mal gehört haben, Mensch. Behalte einen kühlen Kopf im Hotel. Finde die richtige Stelle und verhalte dich unauffällig. Der Manager hält sich für unantastbar. Du kannst einfach zu ihm gehen. Muss ich sonst noch was wissen? Nee, trödel nicht rum. Gilotti ist jung gestorben. Es kann also nicht viel zu sagen geben. Wenn die Bombe hochgeht, lege ich los. Okay. Verkehrte Welt. Du baust Scheiße und darfst in den Puff. Und ich darf auf einer Beerdigung für dich aufräumen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ich sehe da nur Arbeit. Wie professionell. Bring es diesmal einfach zu Ende, ja? War schon lange nicht mehr in der Kirche. Werden immer noch die gleichen Lieder trällern. Letztes Mal schon. Die gleichen Lieder aus Kindertagen. Ja, du wirkst nicht besonders gläubig. Wegen der Beerdigungen, Tom. Es wollen alle immer das Gleiche. Auf die Familie zielen und abdrücken. Irgendwann gab es so viele Beerdigungen, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Sie sind verdammt langweilig. Schade eigentlich. Bist jedenfalls immer passend dafür angezogen. Sehr witzig, Tom. Schreib dir den auf. Glaub, das danke. Wird's. Mach ich. Wenn du so als Mafia-Typ, ey, da gehst du bestimmt auf. Hochzeiten wiederum sind weniger langweilig. Da würde ich hingehen. Arbeitest du daran? Schätze schon. Gut. Polly kriegt es sowieso nicht hin. An dem würden die Bräute selbst nach einem Bad in Klebstoff nicht hängen bleiben. Er wird eine finden. Tom, seine eigene Mutter hat es aufgegeben. Und du solltest es auch tun. Fahr mit deiner Güllepumpe da vorne, Mensch! Ey, was willst du denn jetzt, Kollege? Ich steig gleich aus. Ihr kommt doch nicht mehr weg, ne? Ja, moin. Der vor mir ist das Problem. Guck mal, jetzt, wo die Bahn fährt, fährt der auch rum, ne? Was ein dreckiger, ey. Jetzt, wo die Polizeibahn kommt. Nein. Scheiße. Shit. Natürlich halten wir hier noch an, Herr Oberwachtkommissar. Und Sie fahren natürlich auch da lang. Und hier bin ich dann. Ja, ja, Vorsicht, Fräulein. So, hier sind wir in der Kirche. Wir sind da. Perfekt. Ich richte der Familie dein Beileid aus. Viel Glück. Dir auch. So, dann wollen wir mal schnell unseren Job erledigen. Aber ich muss jetzt hier vorbei, es nutzt nichts. Auf die überholen haben die nichts, okay. Ja, der hat mich auch nicht gesehen, der stand da auch ein bisschen eingekesselt. So. Na. Kollege. Oh, wir packen ganz unauffällig einfach ganz normal wie jeder andere auch. So, dann gehen wir mal in den Puff, wa? Betritt das Hotel Corleone. Moin! Ey, du benimmst dich da drin, okay? Was willst du denn von mir, Kollege? Weißt du, wo ich den Manager finde? Ich hab nur die Tür im Auge. Hallo, Hübscher. Na, Keule? Interesse an Drinks? Oder Mädchen? Oder beidem?
Ein Mädchen. Und ich muss mit dem Manager reden. Ein Mädchen kann ich dir besorgen. Komm, such dir eins aus. Auf geht's. Und ihr könnt euch oben besser kennenlernen. Keine Eile. Nimm dir einen Drink. Entspann dich und genieße es. Hey, guten Tag, Sir. So. Wer bist du denn? Genau mein Fall. Warum kaufst du mir nicht einen Drink? Weil ich eine andere Lady suche. Kennst du Michelle? Sag mir nichts, Baby. Ich bin neu hier. Dann verpiss dich. Ich muss mit Michelle reden. Du kannst nur die Mädchen haben, die hier sind. Such dir eins aus und mach keinen Ärger. Wir können uns auch einfach nur unterhalten. Was macht so ein hübsches Kerlchen an so einem Ort? Ich suche nach einer Michelle. Die hat oben zu tun. Ich aber nicht. Ja, kein Wunder. Guck dich an, Fräulein. Okay, das heißt, ich muss irgendwie nach oben, wa? Aber wer ist da denn noch? Ah, das ist so ein Wachmann hier, ne? Ne, den will ich jetzt nicht schlagen. Ich will jetzt keine Aufmerksamkeit erregen. Ich will erstmal nach oben. Hier, mit dem ein Zimmer kriegst du nur mit einem Kerl. Okay. Du kennst die Regeln, Dottie. Hey, Mäuschen, lass uns beide mal... Scheiße. Guck mal da hinten. Kann ich helfen? Muss mit dem Manager sprechen. Einer unserer neuen Partner? Er ist in der Lounge, durch die Bar, nicht zu verfehlen. Scheiße. Muss da irgendwie durch, wo der Typ stand. Aber... ich muss auch... mich erstmal umgucken. Oh, wo ist... Ah, zu viel Intus, zu viel geschluckt. Also, Alkohol, natürlich, also. Willst du Spaß haben? Hier entlang, Süßer. Wer bist du? Nee, ich suche nach einer Freundin, Michelle. Aber sicher, komm mit und erzähl mir von ihr. Will nur reden. Weißt du, das höre ich oft. Und du bist bestimmt ganz anders als die anderen, hm? Nein. Nicht wirklich. Du musst gar nicht hier einen auf, ich mach dich gleich fertig Gang machen, Mädchen. Ich hab Auftrag. Wo ist Michelle? Oben in der 208. Sonst noch was? Das war alles. Wenn nur alle wie du wären, Süßer. 208, also muss ich noch eine Etage höher. Da steppt der Bär. Okay, ich muss das Treppenhaus erstmal wieder. Was haben wir denn hier? Ein offenes Zimmer. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich hier rein will. Ja, okay. So. Guck mal, die Tür hier zum Beispiel... Nee, eintreten. Eintreten will ich die nicht. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. So behandelst du Frauen? Würdest du so deine Mutter behandeln? Nein! Stopp! Penner! Du hast mir auch auf die Fresse. Du hast bestimmt auch Scheiße gebaut. Oh, geh mal schlafen, Junge. So, Mutti, was passiert? Papa ist da. Oh, Papa ist da. Hallöchen. Weißt du, mich haben nur so olle Weiber angelabert, ne? Und der kriegt hier fein. Na egal, scheiß drauf. Kann man die Tür zumachen? Nein. Doch, guck mal, da hinten in der Ecke ist doch Fragezeichen jetzt. Ach, da hinten, guck mal, da liegt noch was. Guck mal hier. Corleone Hotel. Hotel Corleone. Erstklassige Zimmer, prächtige Einrichtung. Herzlicher Empfang. Gute Gesellschaft. Telefon Downtown 1702, um einen Termin zu vereinbaren. Ah. Michelle, Zimmer 208. Das wusste ich aber schon. Aber ich muss erstmal noch ein Treppenhaus finden. Haben wir hier noch was? Die dumm, die dumm. Ah, hier liegt noch was zum Sammeln. Sauber. Ja,
Die hat doch gerade wieder jemand gekotzt oder so, oder? Oder sind wir jetzt über der alten hier, die im Bad war? So, okay. Wir sind eine Runde hier laufen. Dann gehen wir mal in Zimmer 208. Und fragen ganz lieb nach Michelle. Die hat hier überall ihre Karten liegen, ja? So, Michelle, meine Gute. Ich möchte, dass du... Moin! Raus! Verschwinde, bitte! Michelle? Was willst du? Heißt einer deiner Stammkunden Sam? Vielleicht. Viele Kerle heißen Sam. Du kennst ihn. Hm. Arbeitet für Don Salieri. Vielleicht hat er dann und wann Geschäftliches ausgeplaudert. Und vielleicht hat dir Don Morello Geld für Informationen gegeben. Nein, Sam vertraut mir. Ich sage nichts, das weiß er. Nun, der Don verliert viel Geld, weil jemand die Klappe nicht halten kann. Ich habe nur mit ein paar Don Morellos Mädchen getratscht. Es war keine Absicht. Entschuldigung, ich werde nie mehr etwas ausplaudern. Ich weiß. Entschuldigung. Tut mir so leid. Du hast Angst, ne? Gut. Vergiss nie, wie sich das anfühlt, solche Angst zu haben. Nur einen Schritt vom Abgrund entfernt zu sein. Denn wenn du dich je wieder in dieser Stadt blicken lässt, finden sie dich mit zwei Kugeln im Kopf. Hast du das kapiert? Du hast Glück, Sam hat ein großes Herz. Zieh dich an und hau ab, der Laden geht gleich hoch. Hör auf zu blenden jetzt, lauf! Danke. Komm nie zurück und wir sind quitt. Sollte die sich nicht noch was anziehen? So, okay. Notiz. Michelle, du wirst morgen den ganzen Tag mit Morellos Jungs in Zimmer 208 sein. Ich werde unten in der Lobby sein und sie hochschicken. Sie bekommen, was sie wollen, so viel sie wollen. Wenn du Probleme machst, verlierst du deinen Platz. Es gibt genügend Mädchen wie dich. Komm in diesen wunderbaren goldenen Negligé in mein Büro im obersten Stock, wenn du meine Meinung ändern möchtest. Okay. So, jetzt haben wir die Michelle auf jeden Fall schon mal gerettet. Das ist schon mal gut. Gib's ihr, Junge. Gib's ihr. Hier, jawohl. Gib's ihr. Ja. 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 Das ist mein Junge. Gib alles. So, okay. Aber ich komme nicht im obersten Stock. Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen, wie ich den unten in der den Typen töten kann. Junge, die ist so bis auf den Flur bumsen, ey. So. Irgendwie an dem da vorbeikommen, ohne Aufmerksamkeit zu erringen. Aber warte mal, ich versuche einfach mal so hier durchzukommen. Kann ich ihn einfach nicht von hier abballern? Bam, 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 Ende. Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Dumm, die dumm. Dumm, kann ich Ihnen helfen? Ja, nee, jetzt gerade nicht so. Ich will erstmal so ein bisschen unauffällig hier so ein bisschen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich töte dich jetzt gleich, aber ich muss eben noch. Ach, scheiße. Sie sind der Manager? Beste Grüße von Don Salieri. Man soll die Cops rufen. Bam! Du weißt, wie das ausgehen wird. Ich seh dich. Nein, lauf. Wir gehen einfach. Scheiße, ich muss eine Etage nach oben. Oh, was ist da denn? Ach, Munition. Scheiße, hab ich genug. Ach, gut. Hier, kriegst du mein. So, verpiss dich, Junge. So, weg mit der Waffe, Ende. Zack. So. Ich hab Bock
aufgelabert. So. Verdammt, ich muss irgendwie nach oben, ne? Scheiße, guck mal. Was haben wir hier? Hier kommt die Kavallerie! Ich sehe ihn! Hat er mich gesehen? Oh! Ja, lad mal nach. Er hat mich getroffen. Ja, du bist gleich tot, Junge. Du bist gleich tot. Einmal nach. Komm schon, komm schon. Weg mit dir. Okay. Auf nach oben. Läuft doch ganz gut, oder meine ich das nur noch eine Höhe? Jetzt bist du erledigt. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Wir sprengen den Scheißladen in die Luft. Lauf, lauf, lauf einfach. Scheißegal. Lauf, 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 lauf. Da ist noch einer. Scheiße, das war ein Fehler, dass ich hier gelaufen bin. Oh. Okay, wir sind einmal gestorben. So, weg mit dir. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau. Aber wir sind schon fast da, glaube ich. Bin genau hier an der Treppe einmal gestorben. Perfekt. Oh, 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 schieß ihn ab, schieß ihn ab, schieß ihn ab, Junge! So, Kopfschuss, weg mit dir. Ich muss Munition haben. So, da haben wir ein bisschen Munition. Es wäre... Energie, es wäre nicht schlecht. Guck mal, da ist irgendwo, hier ist irgendwo ein Energiekasten. Irgendwo... ja, genau hier zwischen in den Raum. Den holen wir uns erst, das ist wichtig. So, hier in dem, im Bad, ne? Ja, perfekt. Da, oh, wichtig. So, und dann müssen wir uns noch so ein bisschen um Munition kümmern, weil Munition ist schlecht zu bekommen. Wobei, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen was. So. Erschießt ihn! Komm sofort hierher! Ja, ich komm. Warte. Oh, ich sehe dich gar nicht da hinten. So, den haben wir auch. Hab ihn gefunden. Duck dich, duck dich, duck dich, Junge. Ach, shit, nicht getroffen. Oh, ich stehe hier neben der Gaspuddel, sehe ich gerade. Na, Junge, duck dich, duck dich. Lauf, 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 runter, 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 runter. Perfekt. So viel bessere Position, los! Ja, das tötet den natürlich nicht, den Penner. Boah, da hinten stehen sehr viele. Komm, Hombre, tu den Kopf raus. Da. Der haut ab. Hier ist noch einer mit der Pumpe, ne? Ja, der sitzt genau... Vor uns liegt ein dickes Gewehr, ja. So, die haben wir alle. Okay, weiter geht's. Hey, 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 hey. So, aber ich glaube, ja doch, wir können erstmal mit der ein bisschen machen. Bisschen Action hier, wa? Würde. Können wir die, ist da Munition drin? Nein. Ich wollte gerade sagen, würde mich freuen, wenn wir jetzt ein bisschen Action kriegen, aber. Ich finde das Schießen also echt schwierig so. Ich finde schon, dass wir echt immer viel Energie verlieren. So, das Büro des Managers. Da sind wir. Perfekt. Machen wir hier. So, sehr geehrter Mr. Morello. Diese Personen könnten von Interesse sein. Ich habe Ihre Daten, falls Sie sie brauchen sollten. Diverse Stadträte und ein Kongressabgeordneter hochrangiger Beamter des Bundeszentralamts für Steuern.
Der stellvertretende Direktor des Strafvollzugswesens, Mitglied der Beschwerdekammer, der Leiter der Prohibitionsabteilung beim LHPD. Außerdem mögen einige Geschäftspartner von Saleri unseren Mädchen und plappern viel. Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Interessen. Okay. Das heißt aber, die wissen auch, was abgeht, ne? Das ist das Problem. Wir nehmen das, Junge. So, können wir an dem Safe dran? Nimm Geld und Dokumente mit. Ja. So, wollen wir mal lesen. Sehr geehrter Mr. Coletti. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich unseren Termin letzte Woche verpasst habe. Ich musste mich kurzfristig um Familienangelegenheiten kümmern. Leider muss ich Sie über das Ende unserer Abmachung informieren. Mr. Saleri war ein wunderbarer Geschäftspartner. Ich bin dankbar für seine Unterstützung und seine weisen Ratschläge. Eine Rückerstattung von Mr. Saleris Investition liegt diesem Schreiben bei. Außerdem mehrere hundert Dollar aus Kulanz. Unsere Türen stehen immer offen, denn hier im Corleone vergessen wir unsere Freunde nicht. Aha. Damit hat er die Geschäftsbeziehung gewendet. Aber guck mal, ein bisschen blöd so, weil ich wäre jetzt noch so an den Tresor halt gegangen, ne? Okay, scheiß drauf, wir jagen die Bude einfach in die Luft. Wenn es nicht unser Puff ist, wen soll er sonst gehören? Scheiße. Ach, jetzt kommt die Polizei. Spring aus dem Fenster oder so, Junge. Ja. Genau, wir klettern übers Dach. Also, gut, aber. Komm schon, Tommy, wir schaffen das. Spring, ja. Oh! Ja, das hab ich auch dann aus den Socken, ja? Okay. Schüsse und eine Explosion, gemeldet vom Hotel Corleone. Finde einen Weg auf die Dächer. Ja, hier rum. Ja, schieß dir, Mann. Ich bin weg, wie eh, ne? Das ist einfach zu viel. Hör doch auf, ich will da... Alter, ich hab dich gar nicht gesehen. Stopp, ich schieß mit der Pistole, das ist scheiße. Der will natürlich direkt wieder in die Vollen hier reinmarschiert, ey. Fuck, verlauf, Junge, lauf. Ah, Junge, wie kommt ihr denn auf einmal so schnell an die Fenster? Kannst doch keinem erzählen. Da, Leiter hoch. Die Leiter hoch. Jetzt erzähl mir nicht, die sind auch hier oben. Ne, wollte ich gerade sagen. Okay, hier vorne haben wir Energie. Ich will jeden Mann auf der Jagd nach dem Kerl. Holt ihn von dort oben runter. So. Ich hab ihn. Junge, wie kommst du eigentlich aufs Dach? Tut mir leid für dich, Junge. Aber wie? Da ganz hinten ist einer. Dachtest wohl nicht, dass wir hier auf dich warten. Nee, habe ich echt nicht mit gerechnet, Leute. Der Penner hat ein Gewehr, ich nicht. Okay. Ich muss halt aufpassen, da. Jawohl, hier, mega die Rolle. Machen wir noch ein bisschen Show, ja, fürs Publikum. Tommy versteht mich. Warte mal, keine eine Waffe für Munition, danke. So, ich höre hier irgendjemanden laufen, ne? Wo ist der mit dem Gewehr hin? Ja, du weißt, ich bin hier. Das ist dein Todesurteil. Danke. Da hinten ist der mit dem Gewehr, glaube ich. Da, ja. Der ist auch weg. Läuft, ne? Läuft. Mal eben das Dach eingenommen hier. So ein Ding ist da.
Junge, du stehst da aber ganz schön offen, du Mutiger, ne? Kommst du den Kopf? Sauber. Haben keinen Tod? Hey, hier wo? Ich habe irgendwo einen übersehen. Ich glaube, ich muss durchs Gebäude. Junge, dich habe ich nicht gesehen. Für dich haben wir einen. Für dich hast du, für mich haben wir gar nichts, Junge. Für dich habe ich einen Sarg fertig gemacht. Ende. Keine Munition für mich, okay? Okay, da kommen wir rüber. Hopp, hopp. Ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs gerade. Komm, du kannst doch bestimmt die Leiter nehmen, oder? Oder wir springen. Komm. Da will ich springen. Verdammter Junge Typ. So, jetzt aber. So, rüber und Leiter am besten direkt wieder abreißen. Genau. Kein Kontakt mit den Jungs auf dem Dach. Wir haben ihn verloren. Perfekt, Junge. Perfekt, okay, dann gehen wir runter. So, Junge, hätte ich da Bock drauf. Ich meine, runter geht's ja noch, aber die Scheiße hier hoch zu rennen, so. So tief wir auch fallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja, aber... Mhm. Er war auch ein liebender Sohn, ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund. Und deshalb beten wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willis engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. So, er muss sterben. Ich wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich hab dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, weil es übel aussah. Ich weiß nicht, wie ich... Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Kerl hat Billy umgelegt. Oh, Junge, da kommen wir direkt in die nächste Schießerei, ja? Okay, wir ziehen dieses Kapitel aber echt durch. Hey, hey, bist du doof? Was für Molotov? So, jetzt zum nächsten hier. Kommt mir den scheiß Kopf raus, Junge. Mit dir? So. Laufen wir hier ein Stück weiter. Da hinten. Oh, der ist oben, ja? Perfekt, den haben wir gut getroffen. Einer ist hier aber noch. Einer ist hier irgendwo noch. Hä? Okay, anscheinend nicht. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Nämlich hier nach oben. Ja, hier kommen wir nach oben. Perfekt. Da unten. Hier drüben. Ich sehe die gar nicht da. Fackel die da! Werfe den Molotow! Nein, nein, nein! Werf den bitte nicht! Oh. Oh.
müssen eben warten. Scheiß Feuer. Bam, bam, Junge. Nächster. Doch, du stürzt deine Beerdigung. Du hättest das vor Tagen beenden können. So, mein Freund, zu dir komme ich jetzt aber rüber. Frag nicht nach Sonnenschein. Hallo. Kletter doch einfach darüber. Du hast gar nichts, Junge. Oh, oh, ich werde von der Seite noch geschossen. Sein Vater war hier. Seine Mutter. So funktioniert diese Stadt. Und der haut, weißt du, sonst schieße ich die ab 3 Kugeln, ne? Der haut sich erstmal 4 Kugeln rein. Weg. Kopfschuss, Ende. Billy war ein Versager. Stimmt schon. Aber das? Du Monster, wo ist deine Ehre? Glaubst du, mir macht das Spaß? Oh, mein Freund, wo ist geil? Ach Mann, verdrück mich immer. So, jetzt holen wir uns den. Hüpp, jetzt springe ich hier runter. Aber will er nicht, Mann. Pfeife, ey. Haut dir aufs Maul, Junge. So. Was haben Sie getan? Mord im Hause Gottes. Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Beichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung. Bam! Ich glaube nicht. 2 Kugeln in den Kopf. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten Sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Geld stinkt nicht, ne? Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und Sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküstenakzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Ja, besser ist das. Och nee, Mann. Ich hab keine. Och nee, Mann. Da drüben kannst du dich verarschen. Die Kirche von allen Seiten. Lass ihn nicht raus. Mann, komm, Abfahrt, wir fahren. Ja, ich bin doch schon hier, Mann. Klar, wir können weitersuchen, aber die Kopf sind überall. Junge. Steig ein, ja. Verdächtiger flieht in einem Leichenwagen. Wiederhole, Leichenwagen. Absperrung, LKW. Mann. Okay, das lief heute nicht wie erwartet. Fahr einfach, nee. Oder wir fahren bald hinten mit. Ja, da haben wir auch keinen Bock drauf. Wir hier locker 2-3 Folgen draus machen können, aber... Links ist eine Polizeiblockade, ich fahr. Ja, er wurde gesichert. Schnappt ihn euch, Jungs. Schnauze! Was auch immer im Puff passiert ist, die Cops sind sauer. Ja, oh. Riesensauerei. Aber alles ist erledigt. Alles? Ja. Alles. Alles.
Muss ich nur aufpassen, dass ich irgendwie keiner Straßen... Geben die bald auf? Ich glaube nicht. Die müssen alle aus der Stadt gerufen haben. Weg da, ich muss hier durch. Er wurde gesichtet. Schnappt ihn euch, Jungs. Aber der Leichenbein ist gar nicht los, so Tommy, langsam. Los, Tommy, schüttel sie ab. Ich versuch's. Junge, ich fahr doch schon, Mann. Er wurde im Nordpark abgeschüttelt. Sucht weiter. Er taucht schon wieder auf. So, die nächste fahren wir rechts. Und den Bürgersteig mit, das schaffen wir. Oh, hier, das war ja wieder mal göttlich, was ich hier gemacht habe. Was man nicht alles so mit dem Leichenwagen machen kann. Aber an sich fährt die Karre gar nicht schlecht. Also, die fährt gefühlt besser als das Taxi. Und ist auch schneller. Verfolgung ist beendet. Suche beenden. Okay, wir sind sie los. Perfekt, wir haben die Kopf. Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Ghilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Ich hab auch eine Hupe hier, guck, hörst du das? Hörst du das? So. Das ist auch schön wunderbar, hier, wie der Verkehr gerade mitläuft hier. Ja, moin. So, wir sind da. Und einmal rechts abbiegen. Ja, ja, Schnauze. Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, draufzugehen... Das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. So. Und damit haben wir das Kapitel Heilige, der Heilige und der Sünde abgeschlossen. Damit endet auch die Folge hier. Ich hätte locker 2 oder 3 draus machen können. Naja, ich glaube 2. Naja, ist auch egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke. Das würde mich freuen und hilft mir auch sehr. Ich bin zwischendurch auch auf Live, auf Twitch Live und lasst mir ein Follow da. Würde mich freuen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut ihr rein, ciao und tschüss.